Hey ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video aus meiner Nina's Days of Summer Reihe und heute habe ich für euch die What's in my Bag Summer Edition. Das heißt, ich zeige euch heute, was ich im Sommer so mit mir in meiner Tasche rumschleppe. Und wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich natürlich wie immer über euren Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich auch tierisch über euer Abo freuen. Und jetzt starte ich auch mit dem Inhalt meiner Tasche. Das ist die Tasche, die ich im Sommer meistens mit mir rumtrage, einfach weil wirklich schön viel reinpasst. Und ich greife jetzt einfach mal rein, es herrscht eine wahre Unordnung da drinnen. Und ja, ich guck mal, was ich da als erstes jetzt habe. Als erstes habe ich da mein Portemonnaie. Ich glaube, das ist recht unspektakulär, denn irgendwie hat wahrscheinlich jeder meistens ein Portemonnaie bei sich. Dann habe ich hier eine Packung Taschentücher. Taschentücher gehen auch immer, werden irgendwie immer gebraucht. Dann habe ich hier ein Sonnenspray mit Lichtschutzfaktor 30. Das finde ich einfach für unterwegs viel angenehmer als eine Creme, dass man sich zwischendurch mal einfach einsprühen kann und ja, nicht eincremen kann. Und dann ist das noch so ein Anti-Sand-Spray, das finde ich für den Strand sehr, sehr angenehm, dass der Sand dann eben nicht so extrem kleben bleibt wie bei einer ganz normalen Sonnencreme, Sonnenmilch, wie auch immer. Dann habe ich letztens einen wunderbaren Tipp von einer Zuschauerin bekommen und zwar Feuchttücher mit in die Tasche zu packen. Das war einfach eine mega geniale Idee von ihr, finde ich. Einfach um sich zwischendurch einfach mal so ein bisschen auffrischen zu können. Das ist, wie gesagt, eine echt geniale Idee. Bin ich vorher noch nicht drauf gekommen von alleine, aber jetzt ein Begleiter in meiner Tasche. Dann habe ich hier so eine Mini-Fusselrolle, auch sehr praktisch, wenn man irgendwo war, wo vielleicht Haustiere sind oder sowas, um sich dann mal eben schnell die Haare eben von den Klamotten entfernen zu können. Dann habe ich als nächstes hier ein Deo, das ist von Isana und heißt Berry Love mit Himbeerduft, das mag ich auch sehr gerne. Und ja, das habe ich eigentlich immer so zum Auffrischen dann ebenfalls auch mit dabei. Dann habe ich hier noch von Scholl Party Feed so eine Blasenpflaster. Das finde ich immer ganz praktisch, weil ich, wenn ich zum Beispiel Ballerinas habe, ganz schnell irgendwie Blasen an den Füßen kriege. Und ja, wie gesagt, das ist so eine schöne, dünne Verpackung, recht leicht und da sind dann halt Pflaster drin in zwei verschiedenen Größen und ja, sehr praktisch für unterwegs. Dann habe ich eigentlich auch immer etwas zu trinken dabei, immer Cola, sehr ungesund. Dann auch ganz unspektakulär mein Schlüssel. Da ist noch so ein Taschenlämpchen von der letzten Social Movie Night, wo ich gewesen bin. Dann habe ich auch immer ein Desinfektionsspray im Sommer mit. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich nur im Sommer. Ich glaube einfach aus dem Grund, dass man im Sommer mehr unterwegs ist und mehr auf öffentlichen Toiletten ist. Und deswegen, wie gesagt, finde ich so ein Desinfektionsspray immer ganz wichtig. Dann habe ich auch noch von Isana so ein Handgel, so ein antibakterielles, das halt auch so eine Art Desinfektionsmittel für die Hände ist sozusagen. Und das Gute daran ist eben halt auch, dass man das ohne Wasser anwenden kann. Das heißt, wenn man ja, das Gefühl hat, man möchte sich gerne die Hände waschen, aber es ist irgendwie kein Wasser und keine Seife irgendwie in der Nähe, dann kann man halt damit sich auch die Hände so ein bisschen reinigen. Dann habe ich auch immer dabei eine kleine Tube Handcreme, ein Haargummi natürlich, also dieses Telefonkabel-Haargummi habe ich hier mit drinnen. Die finde ich echt toll, die sind echt gut. Dann habe ich hier noch so ein Mundspray, oder wie heißen die? Ja, so ein Mundspray, so ein, ja, um den Atem zwischendurch einfach mal auffrischen zu können. Dann auch immer dabei Kaugummis. Ein kleines Parfum, das ist jetzt hier von Naomi Campbell, Queen of God. Und zum Schluss habe ich dann hier noch zwei Lippenpflegestifte von BB, so ein Lippenbalsam. Der eine ist mit Lichtschutzfaktor und das andere ist mit der ganz normale Klassik-Lippenpflegestift. So, das war's dann auch schon mit meinem Tascheninhalt. Irgendwie ist es ja doch gar nicht mal so viel, wie ich dachte, aber irgendwie
sieht es in der Tasche durch diese Unordnung wahrscheinlich einfach viel mehr aus. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und natürlich hoffe ich erst recht, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!